Susul, hallo und herzlich willkommen. Casey ist immer noch fleißig an der Gitarre zugange. Aber sie muss leider gleich arbeiten in der Dreiviertelstunde. So lange können wir sie aber mal noch ein bisschen spielen lassen hier. Ba bam ba bam. Ba bam ba bam. Echt, da könnte ich ja Stunden zugucken und zuhören. Da habe ich so einen Spaß dran, wenn ich Sims zuhören kann, wie sie sich an einem Instrument verbessern. Oder auch damals bei Sims 1, bei Megastar in der Karaoke-Bar. Oh, das war klasse. Das habe ich geliebt, wie sie am Anfang total schief gekrächzt haben. Und dann irgendwann waren sie ein gesangliches, stimmliches Wunder. Oh ja, man merkt jetzt, dass sie langsam so in Richtung Blues geht hier. Also fürs Lagerfeuer reicht es doch jetzt auf jeden Fall schon. Allemal. Oh! Max ist da. Dann stell jetzt doch mal die Gitarre beiseite und begrüß den mal. Wenn er schon vorbeikommt, dann warum nicht, ne? Cool, ich bin neu. Oh, war dich. Die beiden können ruhig mal noch ein bisschen. Oh, no. Pujing. Watuni, Sapsital. Oh. So, terrif. Ich bin neu. Quexi. So, ich habe jetzt einfach mal ein paar Aufgaben quasi gegeben, was ihr mit dem machen soll, und jetzt lassen wir einfach mal geschehen hier. Oh, oh, Kathy ist kokett und sie träumt von der Liebesrakete. Schmutzigen Witz erzählen und aufreizend posieren, gefolgt von einem Klopf-Klopf-Witz. Okay, Max ist also kindisch. Oh, von Gitarren. Von Gitarren-Solos schwärmen. Verruti Kampol. Dibba wish Chubasa. Miva? Aha. Wizemo? Aha. Gibbs. Ich bin momentan noch ein kleines bisschen, ein kleines bisschen unentschlossen. Viele von euch mögen ja Jerry und Kathy sehr gern zusammen, aber ich finde, Max würde schon auch sehr gut passen, oder? Also, wenn ich mir das hier so angucke, die wären schon auch irgendwie ein süßes Pärchen. Also ich meine, Kathy ist ja sowieso, wie wir wissen, kein Kind von Traurigkeit. Und Max scheint sich ja definitiv angezogen zu fühlen hier. Oh, wei. Ups. Alexis hat es gesehen. Oh mein Gott. Hoffentlich wird sie es nicht ausplaudern. Die Serienromantikerin. Upsalalalala. Jetzt bin ich mal gespannt, was Max zu diesem unmoralischen Angebot sagt. Oh yeah, er ist auf jeden Fall
wie sie mit dem Hintern wackelt. Er ist auf jeden Fall höchst angetan von der Situation. Oh je, Casey, du bist doch eigentlich mit Max bestem Kumpel Jerry zusammen. Ob der das weiß, dass die beiden eigentlich zusammen sind? Schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass er das da machen würde. Ich meine, Männer sind dann ja doch mal noch ein bisschen spezieller mit ihrem Bro-Code. Da heißt es ja eigentlich, packe nicht mal die Ex-Freundin von deinem besten Kumpel an. Geschweige denn die aktuelle Freundin. Oh mein Gott. Ja, tja. So, aber ich würde sagen, warum kann man sich eigentlich nicht verabschieden? Warum? Bitten einzuziehen? Interesting. Jetzt wird es echt spannend. Jetzt wird es richtig spannend. Aber ich glaube, bevor das hier noch komplett aus dem Ruder läuft, sollte Casey lieber Max nach Hause schicken. Ach, er nimmt es gelassen. Er ist guter Dinge. Er ist super gut drauf. Da stolziert er hoch oben den Hauptsitz aus dem Haus. Er hat allen Grund zur Freude. Aber in welche Richtung geht er? Du wohnst doch da. So. Ach so, ich hatte die Wände alle oben. So, du spielst jetzt noch ein bisschen Sims. Du musst dann noch aufs Klo, Casey. Tipp, Tipp. Oh, ich bin so gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Jetzt, hat Casey schon Techtelmechtel mit den beiden besten Freunden hier in der Nachbarschaft. Den direkten Nachbarn. Wo haben wir sie denn hier? Jerry und Max, wobei Jerry eigentlich momentan überhaupt nicht mehr so vom Freundschaftlichen her ist. Jerry hat hier eher der Anzeigeleiste hier unten nach einen, sagen wir, erotischen Anziehungs... Ja, ich komme gar nicht auf den Namen, wie man das nennt. Er ist eher auf körperlicher Ebene interessant derzeit für Casey, während Max doch auch jemand ist, mit dem sie sich gut unterhalten kann. Also momentan sprechen die Zeichen eher für Max, obwohl sie ja Jerry schon deutlich länger kennt und auch schon deutlich früher die Federn mit ihm geteilt hat. Aha. Ja. Mhm. Ach so, sie ist jetzt hier hinten weiter. Setz dich doch. Über was die beiden jetzt wohl gerade reden? Über Handys oder kaum? Vielleicht erzählt Casey, mit wem sie derzeit alles Kontakt übers Handy hat. Du kriegst keine Cupcakes, Alexis. Schon vergessen, dass du ein bisschen was für deine Figur tun sollst? Also echt. Also du lenkst sie komplett ab. Sorry, Casey, aber plaudern ist jetzt gerade erstmal nicht mehr. Na endlich. Na endlich hat Alexis ein Buch fertig. So. Das wirst du jetzt noch schön an den Verlag verkaufen. Bevor du schlafen gehst, dann bekommst du vielleicht morgen schon die ersten Tantiemen dafür, die momentan noch nicht allzu hoch ausfallen dürften, wenn man mal realistisch ist. Ich meine, sie ist ja vom Beruflichen noch nicht so weit, aber ich meine, es ist besser als nichts.
So, eine Runde schlafen, bitte. Gerade die Nacht liebe ich, wenn man sie beschleunigen kann. So. Katie ist diesmal die Frühaufsteherin. Jetzt ist schon wieder was kaputt. Also momentan gibt man aber auch wirklich nur Simoleons aus, anstatt dass man was da bekommt. Wahnsinn hier. So, du kannst noch einen Salat nehmen zum Frühstück. Wir haben hier immer noch die ganzen Frösche im Inventar, von denen ich keinen Plan habe, wohin damit. So, Alexis hat heute wieder mal einen freien Tag, denn wie wir ja wissen, arbeitet sie nur jeden zweiten Tag. Dann könnte sie eigentlich direkt mal ihr zweites Buch anfangen, obwohl, Genau, und du nimmst dir jetzt auch mal was zu essen. Einladen, hier abzuhängen. Jerry Hall. Es wird Zeit, dass die beiden mal wieder ein bisschen mehr Kontakt haben. Ansonsten kommt Katie noch auf vollständig blöde Gedanken. Und kommt er vorbei? Ja, natürlich kommt Jerry gleich vorbei. Und was dann jetzt zwischen den beiden passiert, ob sich Katie vielleicht verplappert und erzählt, dass sie Max doch relativ anziehend findet, das sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss!